Hallo zusammen, heute mache ich eine Markteinschätzung Stand 2000 oder Herbst 2023. Die Corona-Jahre sind vorbei. Darf ich das so sagen? Also, die Corona-Jahre sind vorbei. Und wir haben ja vor Corona, oder sagen wir noch ein Stück davor, hatten wir 5 Hersteller in Europa, die Kompressorkühlboxen hergestellt haben. Heute sind es gefühlte 150. Aber von den 150 werden 120 von 3 Chinesen beliefert. Wemo baute Kompressorkühlboxen. Ich habe hier jetzt ein Teil, das ist 19 Jahre alt, ein bisschen dreckig unten und so weiter. Wir können heute in der Schweiz für den zivilen Markt keine Kompressorkühlboxen mehr herstellen. Also das heißt, die Fertigung in der Schweiz ist aus finanziellen Mitteln nicht mehr möglich. Für den Freizeitbedarf. Aus diesem Grund schiebe ich das alte Teil auf die Seite und wir schauen uns hier was aus der aktuellen Produktion an. Das ist eine Kompressorkühlbox. Ich habe einen geschweißten Chromstahl-Innentank. Dieser geschweißte Chromstahl-Innentank kostet schon mehr, wenn ich den hier in der Schweiz fertigen lasse, als eine Kompressorkühlbox. Zu dem komme ich. Wir haben hier einen BD100 Kompressor drauf. Das ist momentan der leistungsstärkste Kompressor mit organischem Kältemittel. Mit einem GWP von 3. Hier ist jetzt vorbereitet, läuft aus der aktuellen Produktion. Das Teil kommt noch in Vakuumisolation und dann wird es eingeschäumt in ein schön grünes Gehäuse. Weil die Grünen sind ja jetzt für Militärausgaben. Das hier ist ein geschäumtes Gehäuse. Das ist ein Briefkasten, ein Paketfach. Kennt vielleicht die Paketabholstationen. Da könnt ihr dann wählen, was ihr bestellt habt. Und das wäre gekühlt. Aber das ist aktuelle Produktion bei uns. Aktueller Stand. Und hier habe ich eine Kompressorkühlbox von uns. Das ist eine der besten Kühlboxen auf dem Weltmarkt. Sie hat ihren Preis. Sie braucht sehr wenig Strom. Ist ein Chromstahlgehäuse. Und das lassen wir in China fertigen. Jetzt hatten wir ja die sogenannten 10 Jahre. Und von den 5 Herstellern, 2 große, ich kann die benennen, das ist Weco Dometic und auch Indel, die haben ein eigenes Werk gebaut in China und haben ihre Produktion der Kühlboxen nach China verlagert. Und die anderen, so wie wir haben die Produktion einfach eingestellt und kaufen jetzt in China zu, beziehungsweise lassen in China solche Boxen fertigen bei einem Subunternehmen. Jetzt war ja die 10 Jahre und da ging es bei den Campern richtig los. Dachzeltcampen. Da muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ich bin ausgerüstet. Oder auch der Wohnmobil-Selbstausbau. Die Leute, die sich irgendwie einen gelben Bus von der Post gekauft haben und den ausgebaut haben, wobei sie sind teilweise immer noch dran, die mussten ja dann auch eine Kühlbox haben. Somit ist ein riesiger Boom entstanden und mit diesem Boom kamen neue Akteure auf den Markt. Also wir haben sehr viele Boxen, No-Name, oder doch, die haben eine Marke. Das sind teilweise Werkzeughersteller wie Hilti, Makita, Truma, Ecoflow hat eine Kühlbox.
Also das sind namhafte Marken, die jetzt plötzlich eine Kühlbox im Sortiment haben. Es hat geboomt, ich jammere nicht. Es gingen richtig Kühlboxen über den Ladentisch und jetzt ist der Markt zusammengebrochen. Und die anderen Hersteller, die sind ja keine Hersteller, die können nicht ausweichen, die haben ihre Lager voll und jetzt dieses Jahr ist der Freizeitboom komplett zusammengebrochen. Das heißt, diese 120 Kühlboxen-Marken, die es jetzt neu auf dem Markt gibt, die haben ihre Lager voll. Die Ware fürs nächste Jahr ist schon bestellt. Die Anzahlung ist gelaufen. Und jetzt kommt dann das Thema, dass sie die Restzahlung in China machen müssen, dass die Ware aufs Boot geht. Ja, aber der Markt ist gesättigt, da kommt nicht mehr das, was in den 10 Jahren lief. Das heißt, die müssen ihre Ware abverkaufen. Sprich, wie mache ich das? Ich mache Aktionen. Jetzt war ich auf den Messen, da gab es schon überall Aktionen bei solchen, die ich noch nie gesehen habe, die jetzt Kühlboxen anbieten. Wenn ich dann bei eBay schaue, kriege ich eine Kompressorkühlbox für sage und schreibe unter 200 Euro. Jetzt eBay Deutschland. Es gibt auch andere Märkte, Amazon und so weiter. Könnt ihr selber nachgucken. Ich bezahle für einen Kompressor, wenn ich den palettenweise einkaufe, jetzt habe ich, kommt der kleine neue Nano, da habe ich ein Angebot, da kostet der Kompressor mit der Steuerung, brauche ich dazu, mehr als der Endkunde inklusive Steuer, inklusive Freihauslieferung für eine ganze Kompressorkühlbox bezahlt. Wir wollen jetzt hier für diese Kühlbox 625 Schweizer Franken, 700 Euro. Aber jetzt nehme ich eine Kühlbox an, lassen wir, was da ist. Die kostet, ich habe Angebote gebunden, zum Beispiel für 200 Euro. Dann ist das aber frei Haus geliefert. Jetzt rechne ich für den Transport frei Haus zu euch nach Hause 10 Euro. Lassen wir es Euro sein, da haben die schon gute Konditionen. Also wir verschicken nicht für 10 Euro. Dann habe ich die 19% Mehrwertsteuer in Deutschland. Ich rechne jetzt mal für Deutschland, in der Schweiz haben wir da ein bisschen anderes Preisgefälle. 19%, das sind dann auch etwa 31 Euro. Dann wird das verkauft über eBay, Amazon oder sonst irgendwo durch. Da muss ich 10% vom Verkaufswert abdrücken für PayPal, Kommission und so weiter. Das sind dann auch nochmal 19 Euro. Dann habe ich die Box, wenn ich die aus China bestelle, bis sie in Deutschland ist, habe ich, rechnen wir mal, ich kaufe einen ganzen Container ein, sind wir vielleicht bei 10 Euro Transportkosten für eine Box. Während den 10 Jahren war der höher. Jetzt sind die Preise wieder zusammengesackt. Dann ist das ja aus der EU-Sicht Drittlandware. Sprich, ich will dafür Zoll. 2,5%, wenn ich es als Haushaltskühlgerät durchbringen, dann wären das 3 Euro. Oder es wird als Fahrzeugteil deklariert vom Zoll. Es ist ja für Fahrzeuge gebaut. Dann ist 4,5% Zoll. Und ich kenne einen Italiener, der hat Boxen aus China importiert und der hat der italienische Zollbeamte gesagt, hey, das ist ein ölbefülltes Maschinenteil. Hier in diesem Kompressor hat es Öl drin, ist ein Maschinenteil. Ja, das, die Kühlbox ist auch eine Maschine. Jetzt
jetzt können wir die Sprache noch ein bisschen reden, der musste dann 8% Zoll bezahlen. Das sind dann nochmals, ich sag mal, 15 Euro. Jetzt habe ich die Ware in Deutschland. Jetzt muss ich die ja irgendwo mal einlagern, ein Billiglager und so weiter. Dann kostet das nochmals, wirklich tiefgerechnet, 5 Euro. Dann habe ich ja auch Garantierückläufer. Sind wir ehrlich, da gibt es Boxen, die nicht laufen oder Kunden, die es nicht kapieren. Kunden, die so eine Box zum Beispiel an eine Powerstation anschließen, die halt die Leistung nicht bringt, was wir viel haben, dann schicken sie die Box zurück. Dann sind das Rückläufer, Garantierückläufer. Wenn ich da 5% annehme, dann sind das nochmals 10 Euro, die ich von diesem 200 Euro Verkaufspreis runterrechnen muss. Und jetzt habe ich noch Administration, Bürokratie, Versandpapiere und so weiter. Das kann ich zwar alles amortisieren, automatisieren, rechnen wir da nochmals 10 Euro. Bei mir reicht das nicht, muss ich euch echt sagen. Und wenn ihr jetzt da mitgerechnet habt, und sonst könnt ihr zurückspulen, Taschenrechner vornehmen und nochmals durchspulen, dann kostet so eine Box aus China, in China, nicht mal 100 Euro. Also ich zahle das Doppelte für den Kompressor. Also diese Boxen werden jetzt verschleudert zu Preisen, dass sie einfach draußen sind, dass die Lager leer wären, dass ich wieder Liquidität kriege. Weil bei so einem Online-Händler bleibt da in der Regel auch nicht so viel hängen. Jetzt kommt aber das Nächste. Weil der Markt, nicht nur in Europa, weltweit, weil C hat man in weiß nicht wie viel 100 Ländern, 200 oder so, dass ich mich nicht vertue, wo der Markt geboomt hat und jetzt wieder zusammengefallen ist. Die, die sich eine gekauft haben, die sind ja jetzt ausgestattet. Ein Dachzeltcamper, der das mal ausprobiert hat und dann die Leiter runtergefallen ist, der sagt, nie wieder zelten und nie wieder campen, ich gehe wieder all inclusive mit dem Flieger. Bei uns jetzt da hier in Zürich im Sommer war komplett überlastet der Flughafen. Also das heißt, ich habe meine Kühlbox im Keller gestellt. Das Dachzelt habe ich auch in den Keller gestellt oder in die Garage. Das ist da. Irgendwann sage ich mir vielleicht, ja, ich verkaufe die jetzt wieder bei Kleinanzeigen sowieso. Also das heißt, diese Boxen kommen wieder auf den Markt. Und einer, der nur gut gebrauchte kauft, kauft ja dann keine neue mehr. Also diese Händler, wie wir auch, werden Mühe haben, diese Boxen zu verkaufen. Ich sag mal, ich war sehr vorsichtig und wir haben geringe Lagerbestände, das reicht noch für nächstes Jahr. Aber wenn ich andere sehe, die Lagerbestände haben, die müssen jetzt wirklich irgendwas mit dem Preis machen. Das heißt, ihr kriegt in Zukunft noch günstige Boxen. Jetzt haben wir uns aber das nächste Problem, weil diese 120 neuen Kompressorboxenhersteller oder neue Marken beim Chinesen ja nichts mehr kaufen, weil sie selber nichts verkaufen, hat ein Chinese ein Problem. Der Chinese hat ja eine neue Schäumanlage gekauft, er hat vielleicht auch eine neue Halle aufgestellt, Mitarbeiter eingestellt und der wird nichts mehr verkaufen. Was macht der Chinese? Der wird nicht nächstes Jahr wird er die Produktion hochziehen. Spätestens 2025 wird der mit einem eigenen Brand direkt aus China kommen, über einen Online-Seller, aber das haben wir schon. Dann kann ich es bei eBay, Amazon und Ähnlichen direkt aus China bestellen. Chinesische Abwicklung, also die Administration, die momentan in der Schweiz und in Deutschland funktioniert, die Ressourcen oder Personen bindet,
die dann auch Steuern zahlen, die sind dann in China. Die zahlen dann keine Steuern mehr, das ist ein anderes Thema. Und so wird der kleine Mittelstand geschröpft, weil die können nicht nach China. Und so wird sich der Markt über einen Online-Seller, das ist dann so eine hochqualifizierte Job, für das brauchen wir jetzt neue Mitarbeiter, die dann die Box Etikette draufkleben und weg mit DHL oder sonst einem Verein wird dann das ausgeliefert. Und dann wird der Markt nochmals zusammensacken. Also ich sage mal, in den nächsten 2 Jahren werden wir bei den Verkaufszahlen von den Kühlboxen, weil eben Gebrauchtgeräte oder kaum Gebrauchtgeräte auf den Markt kommen, die Chinesen direkt drücken und die, die jetzt noch Lager haben, ihre Lager runterfahren wollen mit gesenkten Preisen, teilweise unter EK verkaufen, da wird die nächsten 2 Jahre nichts mehr gehen. Dann kommt vielleicht wieder eine Erholung, aber da lassen wir uns jetzt überraschen, weil es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Bei uns sieht es so aus, wir haben weiterhin unsere Boxen teuer zum Verkaufen und wir werden weiterhin solche Produkte für die Industrie herstellen, weil wir können ja diese Boxen, ja, wir haben unsere Kosten. Punkt, fertig. Und wenn halt jetzt der Markt zusammenbricht, dann ist das ein Sektor vom anderen Bereich, den wir beliefern. Ja, das ist meine persönliche Markteinschätzung zur Zeit mit diesen Kompressorkühlboxen. Schreibt es mir unten in die Kommentare, was ihr oder eure Ansicht ist, was da passiert oder was passiert ist oder ob ihr komplett andere Meinung habt. Bin darauf gespannt, ich werde jeden Kommentar beantworten, außer es unter der Gürtellinie. Hier verlinke ich euch noch ein Video über diese Briefkästen und hier ein Video über diese Kühlbox und ich wünsche euch einen schönen Tag.